Nun sind Sie ja als Reservist ein aktiver Soldat gewesen, der 12 Jahre gedient hat, der von Grund auf gelernt hat, das Handwerk, es ist ja ein Handwerk, das Handwerk von Grund auf gelernt hat und praktisch in Reserve steht, ich sage das mal ganz großartig, in Reserve steht, falls es irgendwann doch dann doch mal brennt. Das heißt, man kann Sie jederzeit in den Soldatendienst zurückberufen. Ist das richtig? Das ist richtig. Auf der einen Seite ist es so, dass die Bundeswehr das im Rahmen eines Verteidigungsfalls so und so machen kann, weil jeder gediente Soldat halt bis zum 60. Lebensjahr der Wehrüberwachung unterliegt. Auf der anderen Seite sieht es halt so aus, dass wir Reservisten uns halt ständig in Übung halten und am Zahn der Zeit bleiben und dementsprechend der Bundeswehr immer zur Verfügung stehen werden. Also das heißt, dass Sie zu jeder Zeit eben wieder zurück in den aktiven Dienst geholt werden können. Das ist richtig. Auf der Seite muss man auch sagen, es gibt sogenannte DFAX, das heißt dienstliche Veranstaltungen, wo ich, sobald ich dort zu dieser Veranstaltung zugezogen werde, aktiver Soldat bin, auch wenn es nur für einen Zeitraum von 2, 3 Wochen. Es gibt auch zum Beispiel dienstliche Veranstaltungen, die 2, 3 Tage laufen und dort bin ich dann mit allen Rechten und Pflichten wieder Soldat. Also der Staat sichert sich somit seine Verteidigung, nicht nur mit den jungen Leuten, sondern auch mit den Altgedienten, darf ich mal so sagen, mit den Altgedienten. Und das ist natürlich eine Kraft und Stärke, die wir kaum unterschätzen dürfen. Ja, das stimmt. Auf der Seite muss man aber auch sehen, wie viele Leute in dem Reservistenverband tätig sind. Das sind einmal die aktiven Mitglieder, die auch in dem Reservistenverband halt Mitglied sind. Das sind ungefähr 130.000 bis 140.000 im Moment. Nichtsdestotrotz ist der Reservistenverband alle Reservisten zuständig. Das heißt also, wir werden auch geldmäßig von der Bundesregierung unterstützt für unseren Auftrag, den wir haben und für jeden Reservisten halt auch zuständig sind und Ansprechpartner sind, falls er sich irgendwann mal nach der Entlassung aus dem normalen Wehrdienst wieder um die Bundeswehr bemühen möchte, sind wir Ansprechpartner und Mittler zwischen der Bundeswehr und der Zivilbevölkerung. Nun darf ich mal eine private Frage stellen. Nach Beendigung des Wehrdienstes, 12 Jahre, sind Sie natürlich in einen zivilen Dienst zurückgegangen. Welche Arbeit haben Sie sich gewählt? Ja, nach der Bundeswehrzeit war halt die Frage, weil die Übernahme zum Berufssoldaten dementsprechend nicht geklappt hatte, was ich angesteuert habe, die mir nur die Wahl der beruflichen Weiterbildung, der Berufsförderungsdienst unterstützt uns da als ausscheidende SRZ 12, also Zeitsoldat auf 12 Jahre, mit allen finanziellen Mitteln, die wir benötigen, um halt einen zivilen Abschluss zu machen. Es gibt Kameraden, die im Rahmen ihrer normalen aktiven Dienstzeit schon eine berufliche Ausbildung genossen haben. Das heißt, dass sie als Kfz-Meister oder ähnliches aus der Bundeswehr ausscheiden und die zivil nutzen können. Bei mir im Sanitätsdienst war es nicht so. Ich habe nach der Bundeswehrzeit eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht und bin derzeit in der Charité als Physiotherapeut beschäftigt. Also, wenn es mal Probleme am Kopf gibt, dann kann man zu Ihnen kommen. Nicht Psychotherapeut, sondern Physiotherapeut, also Krankengymnast. Krankengymnastik, das heißt, Sie helfen dem Arzt, dem Patienten gesund zu machen. Sozusagen die Wiederherstellung der Beweglichkeit des Patienten, ja. Vielen Dank. Danke auch.